So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War 3 Remastered. Ja, wir sind endlich angekommen. Nein, im Labyrinth angekommen, das der Daedalus erbaut hat. Wir haben auch schon gesehen, wo Pandora festsitzt. Sehen wir von hier aus jetzt auch gerade. Und zwar da, wo es leuchtet. Dieser Käfig. Ja, und begeben uns jetzt mal hier auf den ersten Würfel und betreten somit quasi das Labyrinth. Hey ho. So. Und nu? Oh, wir werden mal wieder begrüßt von einigen Skorpionen. Bam, die mal alle geblendet werden. Das ist nämlich echt gut gegen die Skorpione. Das ist ja eigentlich relativ gut gegen viele Gegner. Wow. Okay, ich glaube, bei dem Skorpion klappt das bestimmt nicht so gut. Ja, die Skorpionmutter, könnte man sagen. Aber glücklicherweise hat sie blau leuchtende Beine. Und wir wissen ja, was man damit machen kann. Nicht wahr? Deswegen ist das direkt unser erstes Angriffsziel. Bam. Bein Nummer 1 kaputt und Bein Nummer 2 auch. Und komm schon! Auf wegzulaufen. Ja, und das liebe ich halt auch an God of War, dass die dann immer mit so kleinen Überraschungen so noch einen großen Gegner. Du hast gerade einen Koloss auseinandergenommen und musst dann noch trotzdem gegen Hephaistos so einen kurzen Kampf machen. Und jetzt kriegst du hier noch so einen Riesenskorpion serviert. Also die geben nicht auf, die lassen es dann nicht abklingen. So, und jetzt können wir dem Vieh auch unfassbar viel in die Fresse hauen. So. Und es ein bisschen auseinandernehmen. Haben wir ihm einen Zahn gezogen und das gleiche dürfen wir jetzt natürlich noch auf der anderen Seite machen. Allerdings haut das Vieh jetzt erstmal ab, aber das ist ja kein Problem. Es wird jetzt zurückkommen. Das kennt man ja so von Endgegnern. Und bam, nochmal geblendet. Zack. Wobei, ich müsste das vielleicht mal ausprobieren bei dem Vieh. Das hilft, wenn man das Ding blendet. Ich probiere es mal aus. Bzz. Ja, es zeigt sich unbeeindruckt. Es wankt vielleicht mal kurz mit, aber das war es dann auch schon. Na gut, machen wir weiter lieber die Beine kaputt. So. Das war Bein Nummer 1. Au. Komm schon, das ist Bein Nummer 2. Und das letzte kommt gleich auch noch, aber es haut erstmal wieder ab. Naja, macht ja nichts. Es kann sich ja nicht ewig verstecken. So, dann kommt wieder her, dann machen wir mal unsere Taktik. Aua, aua. Bam, geblendet. Na, dann braucht man fast nur einen Schlag für jeden Gegner. Das ist sehr cool. Aua. So, jetzt kümmere ich mich aber wieder um das Bein. Komm schon, geh kaputt. Ja, Bein ist kaputt. Sehr schön. Dann dürfen wir dem Vieh jetzt wieder ordentlich eine verpassen. Das wir natürlich sehr gern machen. Bam. Und das ist auch so geil. Dann geht das direkt über in so eine Flugsequenz. Wo man zwar nicht viel machen muss, außer den Sachen hier ausweichen, aber es ist einfach... es ist toll. So, komm her. Mit deinem komischen Stachel. Ja, das Vieh hat seine eigene Medizin zu spüren bekommen. Und wir können ihm jetzt noch den Gnadenschuss geben, indem wir es... Es ist quasi vereist, quasi. So, und jetzt ist es kaputt. Ist das nicht schön? War doch ein cooler Kampf. So, das können wir jetzt auch noch kaputt machen, denn in seinem Inneren ist etwas, was wir brauchen. Da. Beziehungsweise die Spitze von dem Schwanz eigentlich. Es ist nämlich Boreas Eissturm. Dieses Juwel birgt den eisigen Atem des Nordwindes. You have found the Boreas Ice Storm. It is the key to unlocking the labyrinth. Genau. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Das sind nämlich diese Dinger hier.
die wir letztens schon gesehen haben. Da muss man sich drauf stellen und einmal 1 drücken. Und man setzt den Mechanismus in Gang. Ja, und so müssen wir uns dann den Weg davor bahnen. Jetzt hat es hier nur eine Strömung, eine Luftströmung in Gang gesetzt, die uns nach oben trägt. Aber das geht ja auch. Okay, da geht's nicht lang. Aber da hinten haben wir schon das nächste. So, Moment. Es versteckt sich hier noch irgendwas? Ah ja, guck mal. Ich meine, wir haben ja eigentlich schon alles gefunden, aber es gibt uns halt wieder Orbs. Die wir jetzt, glaube ich, auch schon komplettieren können, ne? Ja. Und somit haben wir dann auch direkt schon alles aufgewertet. Da, voll ausgerüstet. Supi, ne? Ja. Dann sammeln wir die Orbs jetzt einfach nur noch so zum Vergnügen. Quasi. So. Und setzen das nächste in Gang. Und ihr seht, das Labyrinth bewegt sich. Wie hat denn der das alles gebaut, ey? Da muss man den Level-Designern von dem Spiel echt Respekt zollen, dass sie sowas Komplexes ausdenken. Dass sich das auch so alles korrekt verschiebt und so weiter. Das ist echt eine Leistung. Okay, da geht's weiter. Und Geronimo. Wow. So, und drüben. Zack. Sehr gut. Und das ist das nächste Teil, was wir aktivieren können. Machen wir auch direkt mal. Ja, und die nächsten Gegner, die uns direkt belästigen in ihrer Anwesenheit. Der Minotaurus ist direkt schon zum Finishen bereit. Durch einen Angriff. Ja, und da wir den Finisher schon lange nicht mehr gesehen haben, machen wir den auch mal wieder. So. Und bei dir versuche ich es auch nochmal. So. Ja, okay, ich krieg's nicht hin. Weil die sehr pingelig sind mit dem Anfang. Oh, okay. Bam. So. Ja, auf mich versteinern zu wollen. Das Mistvieh nervt doch nicht immer. So. Ich versuch's jetzt nochmal, dann könnte ich nämlich die ganzen Leute hier versteinern. Ja, und es klappt. Sehr gut. Na, so schnell geht das. Okay, der hat es noch rausgeschafft. Aber das ist auch nicht wirklich gut für ihn. So. Naja, es geht weiter. Gut zu wissen. Dann kommen wir sogar, so wie es aussieht, an unseren Anfangspunkt zurück. Kann das sein? Ja, ne? Sieht so aus. Nur, dass hier jetzt kein Würfel mehr in der Luft schwebt. Aber ich schätze mal, ich weiß, wo wir müssen. Wir müssen nämlich wieder in diesen Raum mit dem Wasser, wo wir diese Dinger, die man mit dem Eissturm aktivieren kann, das erste Mal gesehen haben, wo ich gesagt habe, das kann man jetzt noch nicht benutzen. Aber ihr werdet später sehen, warum. Ja, jetzt ist das dann nämlich unser Ausgang und da hinten ist so ein Ding. Und dann werden wir mal gucken, was wir davon haben, wenn wir das aktivieren. Ah, das Ding löst sich einfach. Achso, ich dachte, das wäre in der Leiter. So, seht ihr? So einfach geht das. Wenn man den Boreas Eissturm hat, dann ist das alles kein Problem. Hatten wir aber Glück, dass der Skorpion den Kratos angegriffen hat, sonst hätten wir den Eissturm ja nie gefunden. Dann hätte Kratos wahrscheinlich die Dinger einfach mit seiner Kraft zu sich gezogen, aber naja. Notizbucheintrag. Zeus verlangt eine neue Zelle für einen weiteren Gefangenen. Nachdem ich die Richter des Hades gesehen habe, verspüre ich Mitleid mit der armen Seele, die dort gequält werden wird. Möge sie Erlösung finden, lange bevor sich die Kette des Gleichgewichts löst. Daedalus, Tag 4593. Ja, wer kann das gewesen sein? Vielleicht Pandora? Who's there? My son! My beautiful Icarus! Ah, good, good. You have the Ice Storm. The Scorpion must be defeated. The Ice Storm. That is the secret of the labyrinth. To escape it, we must assemble it.
Good. You've already started. I've seen the cubes moving into place. Now, once inside, you must use the gift of Boreas. It is the catalyst that drives the labyrinth. You're not... But you... What have you done with my child? My boy! Where is my boy? Your son is dead, Daedalus. My boy, my child, no! 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 I took the gift of Hades, the liquid fire, and the ice storm to create the power of the labyrinth. Create the power! The power to create, the power to destroy. The king of the gods has forsaken me. He said that if I built the labyrinth, I would see the return of my son. He said that if I took the liquid fire... Oh, my boy. Oh, my child. Ja. Daedalus kann einem fast schon leid tun, oder? Gut, sein Sohn war zu irre und wollte uns töten. Das hätten wir vielleicht auch noch erwähnen können. Aber das hätte er uns eh nicht geglaubt. Aber gut. Kann man nichts machen. So, da hinten sind noch Kisten. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt noch einsammle, weil die Orbs nutzen uns jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ich meine, bei Ghost of Sparta war es, da nutzen einem die Seelen dann trotzdem noch was, wenn man schon alles aufgewertet hat, weil man dann im Hauptmenü später in so einen Raum gehen kann, um dort Sachen freizuschalten mit Hilfe der Orbs. Habe ich bis heute nicht alle freigeschaltet. Das sind dann so Konzeptzeichnungen, Videos und so ein Zeug. So. Hi Daedalus, wie geht's denn so? Ja, der ist ziemlich erbost darüber. Es ist, glaube ich, auch ein relativ bekannter Schauspieler, den vertont. Mir fällt jetzt keine... doch, eine Rolle kenne ich von ihm jetzt gerade. Ist aber keine gute Rolle in einer schlechten Serie. In Heroes spielt er nämlich diesen Linderman. Wem das was sagt. Dieser Typ mit den weißen Haaren, dem weißen Bart und so weiter, der irgendwie Leute heilen kann mit seiner Kraft. Aber trotzdem ein Böser ist. Und deswegen auch direkt stirbt, so wie ich. Ich bin zu schnell abgesprungen. Ja, ich glaube, das war der. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Hops, hops und immer weiter nach oben. Puh, das war knapp. Naja, ich setze das Labyrinth in Gang. Hast du doch gesagt? Oder nicht? Ja, jetzt ist es ein großer Würfel. Und man erfährt, glaube ich, gar nicht, was jetzt mit Daedalus passiert ist. Ich glaube, er wurde zerquetscht oder so. Aber ich glaube, er ist tot. So, was haben wir denn hier? Im Innern des Labyrinths. Ah, seht mal an. Ein Raum. Das Labyrinth, ja. Genau, wir haben das Labyrinth jetzt zwar schon zusammengesetzt. Das ging ja relativ fix. Jetzt müssen wir uns aber auch noch durch ein paar der Würfel durchkämpfen, um bis zu Pandora zu gelangen. Aber das werden wir schon hinkriegen. Allerdings müssen wir das erstmal auf den nächsten Part verschieben, denn wir haben kaum noch Zeit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder und gucken, ob wir Pandora noch rechtzeitig erreichen können. Also bis dann. Ciao.